So, Philipp, wir haben jetzt hier ein Liner, Plus 1130 von der Firma Concord. Das Auto ist aktuell noch ausgestattet mit 4x 140 Ampere Batterien, Gel. Das werden wir jetzt in den letzten zwei, drei Tagen umrüsten. Das Auto bekommt 8 Lithium rein, hat nachher 1150 Amperestunden Lithium Batterien im Fahrzeug drin. Und das Fahrzeug bekommt noch zusätzlich zu seiner vorhandenen Solaranlage nochmal 900 Watt Hochleistungsplatten Active Wire von uns aufs Dach verbaut. Ich zeige euch gleich mal das leere Dach und dann können wir da morgen mal schauen, das volle Dach, wie das aussieht. Der Kunde wünscht, also autark wie möglich zu sein. Und mit dem Paket, wie wir das jetzt umrüsten, ist der Kunde nachher auch richtig autark. Der Kunde sagt, er hat einen hohen Strombedarf mit zum Kochen etc. Und darum rüsten wir das Auto jetzt um. Und dann kommen die Bleibatterien raus und dann kommen die hochwertigen Lithium-Batterien von uns hier rein. Und noch so ein paar Kleinigkeiten werden wir machen. Und natürlich die riesen, mega große Solaranlage aufs Dach. So, Philipp, jetzt siehst du hier oben das noch leere Dach. Du siehst hier, wir haben sehr viel Platz. Aber alles, was am Platz da ist, wird genutzt. Und das sind 900 Watt, die wir hier aufbauen werden jetzt. Plus die zwei vorhandenen Platten, die der Kunde schon drauf hat. Die bleiben auch drauf, weil sie funktionieren, sie laufen. Warum sollte man diese entfernen? Und dann packen wir jetzt hier 900 Watt Hochleistungs-Activewire-Module dabei. So, Philipp, wir haben jetzt die Batterien raus, zeige ich dir sofort. Jetzt haben wir hier ein leeres Fach. Wir haben die Platte ist im Moment lose, komplett abgeklemmt. Alle Batterien sind raus, was wir gesehen haben. Und haben die Batterien haben wir jetzt hier rausgesetzt. Hier stehen die 4x 170 Ampere Gel-Batterien. Wir machen mal einen Leistungstest, was wir überhaupt noch können, weil der Kunde schon bemängelt und sagt, hör mal, nach anderthalb Tagen ist mein Auto aus, es ist dunkel. Ja, und jetzt werden wir hier beginnen, gleich mit den 8 Lithium hier auf der Seite. Wenn du mal hier um die Ecke guckst, da kommen die anderen hin. Wenn wir aufteilen, 4 und 4. Und dann werden wir heute Abend hier ein Kraftpaket aus der Halle fahren, wie es seinesgleichen sucht. So, Philipp, hier ist jetzt der erste Block. Hier ist jetzt Batterie 5, 6, 7 und 8. Wir müssen rechts anfangen, sonst gehen wir bautechnisch nicht rein. Und die sind jetzt komplett vernetzt. Kabel sind rübergezogen. Jetzt bauen wir gleich das Brett wieder mittig davor, beziehungsweise schieben das nach rechts, dass wir den linken Block vernetzen können. So, Philipp, jetzt ist Block 2 drin. Der linke Block ist drin. Wie du siehst, hier kommen alle Kabel raus von unserer Temperaturüberwachung, Temperatursteuerung, alle beschriftet. Die werden wir jetzt nach und nach gleich auf die Temperatursteuerung auflegen. Hier muss auch die Plusvernetzung erfolgen. Wir machen alle Kabel grundsätzlich in Schrumpfschlauch und mit dem Schutzrohr überzogen. Wie du hier siehst, das ist noch ein Originalkabel, das werden wir gleich noch ändern. Dass der Plus immer geschützt ist, man sieht es auch hier schön bei unseren Brücken. Grundsätzlich immer mit Leerrohr, mit Schutzrohr drüber, dass nie was passieren kann. Und jetzt werden wir gleich hier vorne die Steuerung installieren auf der linken Seite und dann werden wir jetzt nach und nach das Batteriefach wieder anfangen zu schließen. Das gibt jetzt die Temperatursteuerung hier für den neuen Concord da draußen. Das machen wir alles selbst, dann machen wir fertig. Das sieht man aber dann nächste Tage, wenn das Auto fertig ist, dann werden wir das mal alles zeigen, wie das aussieht. Und das kannst du dann schön im Video sehen. So sieht's aus. So, Philipp, hier siehst du jetzt, unsere 8 Akkus sind wieder verkleidet. Wir haben passende Holzbretter angefertigt, beziehungsweise Kunststoffbretter, die wir hier wieder eingesetzt haben, um einfach auch den Berührungsschutz sicherzustellen. Hier oben sehen wir unsere Temperatursteuerung. Hier blinken immer abwechselnd unsere Akkus. Hier unten wird eine Störmeldung angezeigt werden. Das wäre eine Notfallschaltung, wenn eine Störung ist, dass der Kunde immer weiter noch hin seinen Strom nutzen kann, sein Auto nutzen kann. Abschaltautomatik, Messstand, das war vorher drin. Hier sind unsere Solaranlagen aufgelegt. Das zeige ich dir sofort auch mal, die Solarregler und die Solaranlage oben. So, Philipp, hier siehst du unsere Solarregler. 2x 40 Ampere. Wir haben die Anlage auf zwei Gruppen aufgeteilt und haben 2x 25 Quadrat vom Dach gezogen. Damit wir hier auch keinen Spannungsverlust nach unten haben. Und haben die dann natürlich Messstand alles aufgelegt, Temperaturfühler ist angeschlossen, so dass hier nichts passieren kann, eingestellt auf unseren Lithiumbatterien. Und dann werden wir gleich mal schauen, ich zeige dir gleich noch das Dach und dann werden wir gleich mal rausfahren und mal schauen, was wir jetzt um 5:30 noch für einen Solarertrag bekommen. So, Philipp, jetzt siehst du hier oben, die Solaranlage ist fertig, du hast ja zwischendurch schon mal gefilmt.
Jetzt haben wir hier 900 Watt Hochleistungsmodule auf dem Fahrzeug installiert. Alles sauber in Kabelkanäle ins Auto geführt. Vorne die ersten zwei, links und rechts nochmal zwei und hinten nochmal drei. Plus die zwei vorhandenen Module. Der Kunde hat richtig, richtig Strom. Und das werden wir jetzt gleich mal gucken draußen. Hier in der Mitte siehst du noch einmal das Max Air, das Max Van. Das hat der Kunde sich noch reingewünscht. Das haben wir heute Mittag noch installiert. Und so werden wir gleich mal draußen den großen Test machen.